Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen. Heute ist Freitag, der 26. April. Zum Start ins Wochenende wird's heute kriminell bei uns. Der erste Fall aus Tipp Nummer 1 kommt aus der Welt der Thriller. Die Ausgangssituation in Diener der Dunkelheit ist wie folgt. Die mittlerweile erwachsene Samantha Andretti wurde als junges Mädchen entführt und kann erst 15 Jahre später aus der Gefangenschaft entkommen. Ihren Entführer hat sie nie wirklich gesehen. Sie hat nur eine schwache Erinnerung an einen Mann mit einer Hasenmaske. Um zu rekonstruieren, was genau ihr passiert ist, wird ihr ein Psychiater an die Seite gestellt. Sam, kannst du mich verstehen? Sam, du bist jetzt in Sicherheit. Wo denkst du, bist du gerade? Im Labyrinth. Sieht wohl so aus, als wäre ein Profiler bei dem Mädchen. Ein Profiler? Die versuchen, in ihren Kopf zu gelangen. Dass Samantha Andretti nun gefunden wurde, hast du hier nicht mehr zu suchen. Sams Psychiater Dr. Green, der zufällig auch Qualitäten als Profiler hat, ist nicht der Einzige, der den mysteriösen Fall lösen will. Der Horrorthriller Diener der Dunkelheit basiert auf dem gleichnamigen Roman von Donato Carisi, der beim Film auch Regie geführt hat. Oscar-Preisträger Dustin Hoffman übernimmt die Rolle des Psychiaters Dr. Green. Diener der Dunkelheit könnt ihr ab heute in der ARD-Mediathek streamen. Unser Magen-Darm-Trakt hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Ernährungstipps für eine gesunde Verdauung gibt's an jeder Ecke. Für viele Menschen ist es deswegen gar nicht so einfach zu verstehen, welche Lebensmittel und Ernährungsweisen gut für uns sind. Die Doku Hack Your Health – Die Geheimnisse unserer Verdauung greift viele offene Fragen auf. What is health? Why is eating painful? What changes do I need to do to get healthier? Why is it so hard for me to lose weight? How do I still not know what's right for my body? Our gut affects our whole body. It influences so much about our health. All of it is cool. Gut science has been the hottest area for the last decade or more. Wow. Diseases like anxiety and depression, cancer, autism, Parkinson's are all related to the gut. Vom viel zitierten Mikrobiom habt ihr vielleicht schon mal gehört. Als Mikrobiom bezeichnet man die Gesamtheit aller Mikroorganismen, wie zum Beispiel Bakterien oder Viren, die den Menschen besiedeln. Dabei spielt der Darm eine ganz wichtige Funktion für ein ausgewogenes und gesundes Mikrobiom. Und darum geht es dann auch viel in der Doku, die das Ganze mit witzigen Animationen greifbar macht. Ihr findet Hack Your Health – Die Geheimnisse unserer Verdauung ab heute bei Netflix. Mit Tipp Nummer 3 schließt sich heute der Kreis, denn es geht nochmal um einen Kriminalfall. Im Gegensatz zu Tipp 1 ist es aber nichts Fiktives. Mit dem Format Schuld und Sühne mit Paulina Graser geht's in Richtung True Crime. In der neuen Folge mit dem Titel Schüsse aus der Finsternis gerät die Augsburger Polizei selbst in die Schusslinie von Kriminellen. Es ist der 28. Oktober 2011. Gegen 3 Uhr nachts verfolgen ein Polizist und eine Polizistin zwei Verdächtige. Die Jagd endet in einer kaltblütigen Schießerei. Und die Gegner im Dunkeln sind schwerer bewaffnet als die Polizei. Damals kam ein Polizist ums Leben. Und binnen weniger Stunden waren fast 1000 Polizeibeamte vor Ort im Einsatz. Sogar schwer bewaffnete SEK-Beamte durchkämmten den Wald. Trotzdem gelang den unbekannten TäterInnen die Flucht. In der Sendung geht es darum, wie das passieren konnte und welcher Hinweis dann letztendlich zur Lösung des Falls geführt hat. Ihr könnt Schuld und Sühne mit Paulina Graser, Schüsse aus der Finsternis, ab heute in der ZDF-Mediathek streamen. Wir empfehlen euch auch am Wochenende neue Streaming-Tipps. Die könnt ihr auch über euren Smart Speaker von Amazon hören. Einfach den kostenlosen Detektor FM Skill aktivieren und dann könnt ihr Alexa nach Was läuft heute von Detektor FM fragen. Die Tipps für heute hat Caroline Galves rausgesucht. Audioproduktion Noah Schulz. Mein Name ist Anja Bolle. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende und wenn ihr mögt, bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.